Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Christian Walter von TradeVola und wie jetzt regelmäßig jede Woche würde ich Ihnen gerne ein paar Dinge der aktuellen Woche, des aktuellen Marktgeschehens mitteilen. Wir haben ja aufgrund der Feiertage, die jetzt kommen, eine verkürzte Handelswoche. Das bedeutet im Prinzip, dass wir hier nur an einigen Tagen Handelszeit haben und quasi dann Weihnachten nur einen verkürzten Tag in den USA und am ersten Feiertag sind die Börsen dann geschlossen. Aber nichtsdestotrotz haben wir trotz alledem einige interessante Werte hier für Sie rausgesucht. Der Wert zu Beginn, den ich Ihnen hier einmal zeigen möchte, ist der Wert Apple, wo es heute dann den Ausbruch gab. Wir hatten dies Jahr letzte Woche schon einmal dargestellt. Wir sind jetzt hier über die 130. Interessant wird jetzt sicherlich nochmal hier das Allzeithoch von Anfang September, Ende August. Aber aktuell haben wir hier über 2,5 Millionen Call-Optionen. Wir hatten das letzte Woche schon genutzt für einen Einstieg, wo wir auch kurzfristig einen ganz guten Gewinn realisiert haben, durch eine Option natürlich. Aber auch all diejenigen, die jetzt in Apple noch irgendwo investiert sind, glaube ich, haben hier ganz gute Chancen, nochmal ein neues Allzeithoch in den nächsten Wochen zu sehen. Und der Grund hierfür sind die sicherlich auch mit den neuen Chips, die jetzt nicht vorgestellt werden, aber an denen, sage ich mal, gearbeitet wird. Weil ein ähnliches Bild haben wir aktuell bei Microsoft. Microsoft war halt auch sehr interessant. Bei Microsoft sieht die Sache auch charttechnisch noch etwas interessanter aus, weil wir hier genau drei wesentliche Punkte haben. Das ist alles hier auf der 125-Dollar-Ebene, 225, und haben jetzt hier heute auch diesen Kurs wieder erreicht. Ich ziehe das mal ein bisschen nach unten. Dann sollte so das nächste Ziel auch hier wieder der Hochkurs von Anfang September sein. Also sehen Microsoft mit einer ähnlichen Bewegung, nicht ganz so dynamisch, würde ich jetzt mal behaupten, wie es Apple ist. Natürlich auch auf einem anderen Preisniveau, aber das sind natürlich zwei Tech-Werte, die momentan ganz interessant sind, noch für die letzten Tage dieses Jahres, sich eine Annäherung an das Allzeithochkurs hier möglich scheinen. Und ja, im nächsten Jahr muss man schauen, wie dann auch die Gesamtsituation im Markt ist, aber wenn der Markt weiter, sage ich mal, stabil an den Höchstständen bleibt oder auch vielleicht neue Höchststände ausbildet, sind diese zwei Werte, Microsoft, Apple, ganz heiße Kandidaten. Ansonsten vielleicht noch einen Wert, wo es aktuell etwas anders sich darstellt. Das ist hier der Titel von American Airlines. Ich schiebe es mal ein bisschen auseinander. Wir hatten hier seit Anfang November so, ich würde sagen, eine Verdopplung, aber von 11 Dollar auf 18 Dollar ist der Wert nach oben gegangen. Hier sind natürlich die Finanzhilfen, glaube ich, die Finanzunterstützung des Staates dann eine wesentliche Rolle. Das sind wirkliche Größenordnungen, 11 Milliarden, die jetzt im Raum stehen, alleine für American Airlines. Sonst sieht es natürlich um die Airlines nach wie vor, glaube ich, nicht allzu gut aus. Da wird sich jetzt auch in den nächsten ein, zwei Monaten nicht allzu viel ändern. Sicherlich im nächsten Jahr, Mitte des Jahres, kann das aufgrund verschiedenste Faktoren schon etwas anders aussehen, aber hier rechnen wir jetzt schon damit, dass sich in den nächsten Wochen das jetzt nicht mehr über diese letzten Hochkurse entwickelt. Ob die Korrektur, die jetzt begonnen hat, sich natürlich wieder so weiter fortsetzt auf ein Niveau, was wir jetzt Anfang November hatten oder auch im Oktober, wo es ja quasi nicht über diese 13 Dollar, 14 Dollar Marke hinausging. Das bleibt mal abzuwarten, aber American Airlines eher ein Short-Kandidat momentan. Wenn man sich vorstellt, dass vielleicht dann irgendwann auch nochmal eine Korrektur im gesamten Markt Anfang nächsten Jahres kommen kann, dann sind natürlich solche Werte, die jetzt schon, sage ich mal, nicht ganz so gut performen, sicherlich besonders interessant, sodass man hier auch auf American Airlines einen Blick werfen kann. Noch zwei, drei Werte, die heute auch extrem gestiegen sind, zum Teil waren es Zukäufe von gewissen Hedgefonds oder auch andere Meldungen. Haben wir einmal den Titel PTON, also mit dem Symbol PTON, heute mit einem Plus von 11%, hat hier den Ausbruch geschafft. Ansonsten habe ich noch einen weiteren Wert aus dem Spielesektor mit dem Symbol GME, GameStop, war damals ein ganz großes Thema zu den Zeiten von
glaube Pokémons war es, wo dieser Wert besonders attraktiv war. Heute hier auch extremes Optionsvolumen, der Wert mit 26% im Plus. Und hier auch wieder charttechnisch das Ganze interessant, weil wir jetzt dieses Doppelhoch haben. Aber wenn ich mir die Kerze heute so anschaue, rechne ich hier ganz stark damit, dass es weiter nach oben geht und wir einen Ausbruch über die 20-Dollar-Marke erleben. Natürlich ist es immer ganz wichtig, hier auch die entsprechenden News zu prüfen, zu schauen, was in der Beziehung hier passiert ist, um da auch auf dem neuesten Stand zu sein. Ja, das mal so die wichtigsten Werte von heute. Was natürlich momentan, glaube ich, auch jeder soweit mitverfolgt hat, sind Solartitel, wo wir aktuell wirklich einen riesen Anstieg haben. Wenn wir uns Jinko Solar anschauen mit dem Symbol JKS, da kommen wir wieder auch wieder das Gleiche. Wir haben hier so zwei Hochkurse, hier sind wir jetzt schon drüber und Tendenz auch hier Allzeithoch. Wir haben den Wert auch schon mal thematisiert, war jetzt hier schon bei 90. Wenn Sie sich mal die letzten zwei, drei Tage anschauen, das ist momentan einfach Wahnsinn, was hier für eine Bewegung pro Tag entsteht. Und das Gleiche haben wir hier auch bei einem weiteren Titel SunPower. Da ist es sogar noch etwas extremer. Der Wert ist in den letzten Tagen von 24-25 Dollar bis auf fast 32 heute gestiegen. Und diese Branche momentan ganz klar hier der Outperformer des Marktes. Da können wir auch noch weitere Beispiele bringen. Das bleibt ganz spannend, wie sich die dann auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln, im nächsten Jahr weiterentwickeln. Und ja, sollten Sie auch in Zukunft keine dieser Trades verpassen wollen, subscriben Sie bitte zu unserem Kanal. Dann können Sie sich auch die Videos der letzten Woche mal anschauen, um so ein Stück die Entwicklung zu verfolgen. Da sieht man ganz gut, was ist denn aus diesen Werten auch schlussendlich geworden. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Vielen Dank.